Langsam jetzt! Untiefen voraus! Ich bin nicht blind. Ich sehe die Scheren. Deine dritte Reise und du bellst Befehle wie ein Seebär. Ich liebe es, wie sich die Spucke in deinem Bart verfängt, Foxy das. Lass mich nicht über Bord gehen. Das ist kein Tod für einen Helden wie mich. Ein wahrer Held kann schwimmen und sich retten. Ich sehe sie. Ohne Grund lasse ich mich nicht durch Speigert sorgen. Jetzt versuchst du nur, mich zu beeindrucken. Segel am Horizont, da! Das sind keine römischen Farben. Wo hat uns das Weibstück reinmanövriert? Ptolemäus Schiffe, zweifellos entsandt vom Orden der Ältesten. Was haben sie mit Pompeius zu schaffen? Seine Armeen sichern den Thron für Kleopatra. Und die wollen die Allianz verhindern, bevor es soweit ist. Wir müssen uns sputen. Poseidons Pisse! Es liegt zu viel Rauch in der Luft. Die See wird kochen beim Vulkan. Halten wir Abstand, wenn wir nicht verbrennen wollen. Ist das Methana? Sie ist seit Jahrhunderten nicht ausgebrochen. Würde mich nicht überraschen, wenn sie nur für... Haltet euch bereit! Zeigen wir ihnen, dass sie dem falschen Pharao folgen. Ein Feuerregen! Schilde bereithalten! Ich sehe Schiffe, sie nähern sich schnell! Wir haben diese Malakia! Zielt auf die Heckflossen! Die sind voller Öl! Die brennen wie Kamelscheiße! Nehmt sie aus wie Fische! Ha! Das war der letzte von ihnen! Und keine Spur von deinem treulosen Römer! Hüte deine Zunge, Kapitän. Wir brauchen ihn als Verbündeten und nicht als Feind. Wir sind nicht so weit gesegelt, um ihn jetzt wüst zu beleidigen. Ich bin, wer ich bin. Ich werde mich auch nicht für einen Herrscher ändern. Aus demselben Grund habe ich auch meine Frau und Kinder verlassen. Niemand bei Verstand akzeptiert mich. Ich akzeptiere dich. Wir akzeptieren dich. Alala! Diese 100 Seeleute sind genug Akzeptanz für mich. Es ist schwer, denen Lebewohl zu sagen, die uns nicht akzeptieren. Aber es ist der einzige Weg. Wirklich? Pompeius wird am verabredeten Ort sein, vor Theras Küste. Fahr weiter. Pompeius im Norden! Keine Eile! Da könnten Patrouillen warten! Oh, willst du einem Kampf aus dem Weg gehen? Bei Hades Scheiße, Weib, sicher nicht! Aber ich sterbe nicht gern zum Schutz eines Römers!
Schon gar nicht für einen, der sich Schutz leisten kann. Weißt du, du solltest eher auf seiner Triere segeln. Da passt du gut. Feuerbomben bereit! Gib den Befehl, wenn wir nah genug sind! Vernichten Sie oder ziehen Sie mit in die Tiefe! Römischen Feldherren. Ich habe noch keinen dieser Generäle persönlich getroffen. Keine Sorge, Aja. Ich benehme mich auch. Bürgerkrieg in Ägypten und eine Triere mit Söldnern kommt mir zu Hilfe. Mitten im Krieg gegen Cäsar, das ist ungewöhnlich. Wer bei Hades seid ihr? Wir hätten euch sterben lassen können. Pompeius Magnus. Grüße und Freundschaft von Königin Kleopatra. Kleopatra bietet Gold für meine Gunst, sobald ich in Rom herrsche? Ist das die Freundschaft, die eure Königin meint? Wessen Gesicht schmückt diese Münze? Erweist man römischen Frauen dieselbe Ehre? Eine Allianz mit Kleopatra wäre eine Vereinigung der Macht. Sie sucht keinen Verbündeten. Sie sucht einen König. Eine wertvolle Freundschaft, in der Tat. Also gut. Meine Flotte wird bald für Ägypten bereit sein.
gütiger Serapis! Wo kommst du denn her? Zurück! Zurück, du Bestie! Ich mache eine Lederrüstung aus dir! Hab Dank, Reisender! Ich hätte nicht gedacht, dass die Götter mir heute Hilfe schicken. Ich dachte schon, dieses Biest frisst mich aus Rache für mein Handwerk auf. Was führt dich hierher? Deine Frau in Zao sagte, du brauchst vielleicht einen Jäger. Ja, ja. Zu wenig Rohstoffe und zu viel Nachfrage. Ich würde dich sehr gut bezahlen für die Häute, die ich brauche. Und für das Risiko, das du eingehst. Ich bin ganz Ohr. Ich brauche Hyänenohren, Krokodileier und einige Geierschädel. Wozu brauchst du denn die Geierschädel? Daraus mache ich Kopfschmuck für die Priesterinnen der Isis. Sie zahlen gut. Nun gut, was hast du für mich? Ich habe noch nicht alles, was du wolltest. Kein Problem. Ich habe mehr als genug Arbeit, bis du mir alles bringen kannst.
Amosis? Ja. Heute gibt es ganz frische Muscheln. Mein Name ist Bayek. Ich komme von Hakuf. Er braucht deine Hilfe als Jeskas Freundin. Ich bin ganz Ohr. Seit Jeska tot ist, benötigt Hakuf einen treuen Agenten, der die Menschen sicher aus Sephetos Reichweite bringt. Tot? Ihr zwei seid nicht ganz auf dem Laufenden. Jeska lässt sich doch nicht von Sephetu erwischen. Sie ist dem Feuer entkommen. Was? Wo ist sie? Sie ist auf dem Fluss, mit einer Feluke voller Vorräte für die Leute, die sie gerettet hat. Sie hat die gefährliche Route in den Südwesten genommen, vorbei an den Nilpferden, um Sephetus Augen zu entgehen. Wenn du der Küste folgst, findest du sie. Nennt man dich? Bayek. Freut mich, Bayek. Ich bin Jeska. Wie bist du hier gelandet? Hab mich verlaufen. Nahm die falsche Strecke. Was ist denn falsch daran, Sephetus Patrouillen auszuweichen? Was weißt du von Sephetu? Hakuf hielt dich für tot. Aber du lebst. Er braucht deine Hilfe. Hilf mir, die Vorräte in mein Dorf zu bringen. Dort sind viele auf mich angewiesen. Danach reden wir. Kennst du Hakuf? Ich wurde von einem Mann zu ihm geschickt, dem ich verpflichtet bin. Ich glaube, dass wir gemeinsame Ziele haben. Tja, er ist ein großer Mann. Obwohl es in Sais von selbsternannten großen Männern wimmelt. Aber Hakuf hat ein gutes Herz. Er kümmert sich um die Stadt und die Menschen. Ja, er schützt sie vor Feiglingen wie Sephetu und dem Skarabäus. Ich habe viele Familien aus Sais herausgebracht, um sie zu beschützen, wie die arme Venis und ihren Sohn. Alle, die sich Sephetu widersetzen, lässt er einfach verbrennen. Ich finde es sehr mutig von dir, andere Familien zu beschützen. Wenn du meinst. Ich verstecke sie in meinem Dorf, bis wir eine Karawane organisieren können, die sie durch die Wüste bringt. Dafür brauchen wir Proviant und Medizin. Wie hast du überlebt? Sephetus Männer brachten mich zur Festung Nikio, wo sie mich gefoltert haben. Ich habe ihnen ins Gesicht gespuckt. Als sie dachten, sie hätten mich... Bei den Göttern! Sephetu ist hier!
Männer brennen alles nieder! Bleib hier. Ich kümmere mich um sie. Es ist getan. So viele Leben zu Asche verbrannt. Ist noch jemand übrig? Wir müssen schnell sein. Es kommen noch mehr. Hast du das gehört? Ja. Bentu! Oh Götter! Unglaublich, du lebst! Ich lasse dich nicht zurück! Meine Vettern haben einen Hof in der Nähe. Vielleicht ist der noch sicher. Hilf mir, Pentu dorthin zu bringen. Natürlich. Ich nehme ihn.
Nun müssen... Ipi! Abana! Oh. Pentu verdankt dir sein Leben. Das war nichts, was du nicht auch getan hättest. Er verdankt dir sein Leben. Aber das war bestimmt noch nicht alles. Nein. Diese Hunde werden uns sicherlich weiterjagen. Ich rede mit Hakuf. Wir müssen einen Weg finden, Sefetu zu uns herauszulocken und auszuschalten. Ich kann deine Leute nicht aus der Duat zurückholen. Aber ich helfe dir, dein Dorf zu rächen.